Einen schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. So. Ich möchte mit Gebet starten. Halleluja, Vater, danke, Herr, für diesen Tag, Herr. Danke, dass du da bist, Herr. Danke, Herr, dass wir dein ganzes Wort haben, dein komplettes Wort, Herr. Und wir bitten dich, Vater, sprich du zu uns heute Morgen, zu unseren Herzen, Herr. Wir sind voller Erwartung, Herr. Und wir danken dir, Herr. Lass es dein Wort sein, kein menschliches Wort, Herr, weil dein Wort uns verändert, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir haben heute oder dieses Jahr das Thema Hoffnung. Letztes Jahr hatten wir das Thema Glaube. Dieses Jahr ist Hoffnung. Man kann erahnen, vielleicht was nächstes Jahr kommt, vielleicht Liebe. Aber wir bleiben erstmal bei der Hoffnung. Und das Wort Hoffnung ist immer mit etwas Positivem verbunden. Wenn wir an Hoffnung denken, dann denkt keiner an etwas Schlechtes oder an irgendwas Negatives. Aber wir denken immer an etwas, was uns die Zukunft bringt und was positiv ist. Aber ich glaube, es gibt auch einen Aspekt der Hoffnung, der nicht so gut ist und der sogar gefährlich sein kann. Und zwar, wenn wir falsche Hoffnungen haben, wenn wir eine falsche Hoffnung haben, und das ist auch der Titel der Botschaft heute Morgen, lasst uns in Sprüche 13, Vers 12 aufschlagen. Sprüche 13, Vers 12. Da sagt uns die Bibel, erstmal die Schlachtübersetzung, Sprüche 13, Vers 12. Hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank, ein erfüllter Wunsch, aber ist ein Baum des Lebens. Also manchmal gibt es Sachen, auf die wir länger warten müssen, auf die wir länger hoffen müssen. Aber da hier der Zusammenhang mit einem kranken Herzen ist, denke ich, dass es nicht ein guter Aspekt der Hoffnung ist in diesem Zusammenhang. Hoffnung für alle Übersetzung sagt, endloses Hoffen macht das Herz krank. Und die Luther-Übersetzung sagt, die Hoffnung, die sich verzieht, ängstet das Herz. Das heißt, es kann sein, dass wir irgendwelche Hoffnungen in unseren Herzen haben, die wir nähren und auf die wir hoffen und vertrauen und wir glauben, dass sich das erfüllt. Und dann hören wir vielleicht eine Botschaft, die sagt, du musst dranbleiben und dann wird sich das erfüllen. Aber das geschieht nicht und dann sind wir frustriert. Und falsche Hoffnung, das kann auch eine falsche Erwartung sein. Und dann hören wir öfter diesen Satz, ich habe es mir anders vorgestellt. Und Gebieten oder Bereiche, in denen das vorkommen kann, sind allgemein, das kann überall sein. Ne? Vielleicht kommst du in eine neue Schule und dann denkst du dir, oh, ich habe es mir aber anders vorgestellt. Oder eine Arbeitsstelle oder in der Gemeinde oder im Dienst der Gemeinde, in einer Beziehung, Freundschaften, in der Gebetspartnerschaft. Oder du gehst ins Ausland oder du hast in deiner Ehe und dann sagst du irgendwann mal, ich habe es mir anders vorgestellt. Du hast gewisse Hoffnungen, die sich nicht erfüllt haben und dann ist man ja, mit diesem Satz im Kopf, ich habe es mir anders vorgestellt. Und ich glaube, sehr oft will uns Gott zu einer gewissen Reife führen, wenn das der Fall ist, wenn da irgendwelche falsche Hoffnungen sind oder falsche Erwartungen sind. Und wenn wir uns mit ja, diesem Gedanken befinden, ich habe es mir anders vorgestellt, dann will Gott vielleicht, dass wir weitergehen und dass wir vielleicht durch irgendeinen Reifungsprozess gehen. Wir möchten uns mit einer Geschichte befassen, die sich in Lukas 24 befindet. Da haben wir den Sonntag, an dem Jesus auferstanden ist. Das heißt, es ist ganz viel passiert. Jesus hat die ganze Zeit oder immer wieder seinen Jüngern beigebracht, dass er der Messias ist und dass er leiden muss, dass er ausgeliefert werden muss, dass er gekreuzigt werden muss und dass er am dritten Tag auferstehen wird. Und die Bibel sagt uns in den Evangelien, dass sie das immer wieder nicht begriffen. Und jetzt sind wir am Sonntag, also der Auferstehungssonntag, Lukas 24, und da ist die Geschichte der Emmaus-Jünger. Wir werden nicht den ganzen Abschnitt lesen, sondern ein paar ausgewählte Verse. Vers 21, da erklären die Jünger, Jesus ist interessant, dass Jesus sich den Jüngern nähert und sie sagen, bist du der Einzige, der das nicht mitbekommen hat, was passiert ist? Und die Bibel sagt, sein Name war Kleopas. Und Jesus ist nicht beleidigt, dass er sagt, was, kennst du mich nicht, weißt du nicht, wer ich bin? Sondern er sagt, was denn? Und dann erzählen sie ihm. Und in Vers 21 heißt es, da sagen die Emmaus-Jünger, wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Und da sehen wir wieder eine falsche Erwartung. Wir sehen wieder, das ist auch der geschichtliche Hintergrund, Israel war unter römischer Besatzung, unter Herrschaft, unter fremdem Joch und das war der Wunsch der Menschen in Israel, der Juden damals, dass sie frei von dieser Knechtschaft werden.
Aber wir sehen in der Geschichte, wenn wir durch die Geschichtsbücher im Alten Testament gehen, wir sehen, dass es immer wieder Zeitschnitte gab, in der das Volk Gottes, in der Israel nicht unter einer fremden Herrschaft war. Aber trotzdem gab es Sünde, trotzdem gab es Götzendienst. Und wir wissen auch, dass das Ziel Jesu an erster Stelle ist, dass er uns die Sünden vergibt und dass er uns von den inneren Sünden, von der inneren Knechtschaft freimacht und nicht von äußerlichen Sachen. Aber hier sind die Emmaus-Jünger, die eben diese falsche Erwartung haben. Wir hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Und dann antwortet Jesus in Vers 25 und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie ist es doch, euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten sagen? Das heißt, Jesus hat kein Problem, wenn wir ihn manchmal nicht erkennen. Da wird vielleicht die Bibel unseren Namen offenbaren, das finde ich ja ein bisschen peinlich oder interessant, aber die Bibel nennt die Sachen beim Namen. Das war der Kleopas, der eben zu Jesus das gesagt hat, hey, bist du der Einzige, der das nicht versteht? Aber wie gesagt, Jesus hat kein Problem damit. Jesus konfrontiert aber dann unser träges Herz und unser unverständiges Herz. Jesus will immer unseren Unglauben bekämpfen und er will, dass wir im Glauben sind. Er will nicht, dass unser Herz träge ist oder dass wir unverständlich sind. Und die Bibel sagt uns dann, dass er ihnen Mose auslegt und die Propheten und die Psalmen, dass er sie durch die ganze Tora sozusagen führt, um ihnen nochmal zu erklären, all das, was er vorher gesagt hat, dass er leiden muss und dass er der Messias ist und um was es bei ihm geht. Und in Vers 32, da verschwindet schon Jesus, also er offenbart sich ihnen, dann erreichen sie das Dorf, er geht mit ihnen, um zu essen. Und die Bibel sagt, wenn er das Brot bricht, dann erkennen sie ihn und in diesem Augenblick verschwindet er vor ihren Augen. Und Vers 32 heißt es, und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Das heißt, Jesus hat sich ihnen persönlich offenbart und wann ist er verschwunden? Als ihre Augen geöffnet waren und dann konnten sie ihm nicht sehen. Das heißt, für Jesus ist nicht wichtig, dass wir sehen, dass wir mit unseren fünf Sinnen ihn erfassen können, aber für Jesus ist wichtig, dass unser Herz erleuchtet ist, brannte nicht unser Herz. Und das ist ein Zeichen von den Jüngern Jesu, dass sie ein brennendes Herz haben. Als Jesus in der Nähe von den Pharisäern kam, dann hatten sie überhaupt kein brennendes Herz. Dann quillte nur der Stolz aus ihnen heraus und da wurden sie beleidigt und genervt. Aber die wahren Jünger Jesu, wenn er in ihrer Nähe ist, dann brennt ihr Herz in ihnen. Und das hat natürlich an erster Stelle mit der Schrift zu tun. Also er führt sie durch die Schrift. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Schrift kennen. Aber darüber hinaus, wie gesagt, die Pharisäer kannten die Schrift auswendig, aber trotzdem haben sie Jesus nicht erkannt. Manche sagen, er kennt das Wort Gottes, aber den Gott des Wortes kennt nicht. Da gibt es so einen netten Spruch. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir das Wort kennen, aber noch wichtiger ist, dass wir das Herz Gottes erkennen, dass wir Jesus erkennen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Und dann kehren sie zurück zu den Jüngern und dann kommt neue Hoffnung. Das heißt, Jesus hat auf gewisse Weise ihre Hoffnungen, ihre falschen Hoffnungen zerstört und beseitigt, als sie ihm das offenbart haben, was sie sich von ihm erwünscht haben. Und ich glaube, wenn wir durch diese Prozesse gehen, die wie gesagt in jeglichen Bereichen unseres Lebens sein können, dann kann es vielleicht schmerzhaft sein, dass wir sagen, Jesus, ich habe erwartet, dass du mir das und jenes gibst. Ich habe erwartet, dass das und jenes in meinem Leben passiert. Und dann wird vielleicht Gott auch zu dir oder zu mir sagen, oh du Unverständiger, wie dein Herz träge ist. Aber dann wird er uns durch die Schrift führen und dann, ja, dann bleibt er bei uns. Er lässt uns nicht im Stich, sondern er begleitet uns, er hat Gemeinschaft mit uns und ja, dann brennt unser Herz danach. Und lasst uns als letztes Johannes 14 aufschlagen. Da ist ein Vers, der gerissen aus dem Kontext uns dazu verführen könnte, auch falsche Hoffnungen zu nähren oder uns Sachen einfach zu wünschen. Und wir sehen gleich, was dieser Vers sagt. Also Johannes 14, 13 und 14. Und alles, was Jesus sagt, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun.
Und wir sehen vielleicht diesen Vers in den Losungen oder in der App und wir denken uns, wow, das ist doch super. Ich werde mir etwas bitten und ich kann um alles bitten, Gott wird es mir geben. Und vielleicht bitten wir um Sachen und bitten und dann hält sich diese Hoffnung hin oder dann ist es ein endloses Hoffen oder Wünschen und dann passiert nichts. Aber was ist dann ein ganz wichtiger Satz hier? In meinem Namen, und ich habe mir gedacht, was ist denn in meinem Namen, im Namen Jesu zu bitten? Und da gibt es verschiedene Übersetzungen, da gibt es eine Amplified Bibel auf Englisch, verstärkte Bibel, die ein paar Synonyme oder Ergänzungen hinzufügt für bestimmte Begriffe und dann heißt es, als meine Repräsentanten, als meine Botschafter, als meine Abgeordnete, könnte man das Wort auch übersetzen, aber als meine Botschafter, als jemand, der mich hier auf Erden repräsentiert. Und ich habe an folgendes Beispiel gedacht. Wenn jetzt unser Bruder Klaus von der Gemeinde, wenn er jetzt zu mir nach Hause kommen würde und klopfen würde und sagen würde, hallo, ich möchte jetzt dich besuchen, spontan, dann habe ich die Wahl, entweder kann ich ihm die Tür öffnen oder nicht. Ja? Aber wenn er kommt und er sagt, hier bin ich, der Klaus von der Bayerischen Polizei, öffne die Tür, dann muss ich ihm die Tür öffnen. Dann kommt er nicht in seinem Namen, sondern er kommt im Namen einer Institution, die gewisse Macht hat, und vor der Türen sich öffnen. Und wenn wir Repräsentanten Jesu sind, dann gehen wir nicht in unserem Namen, sondern wir repräsentieren das Reich Gottes. Das heißt, dieser Vers kann umgesetzt werden und ich kann meine Wünsche erfüllt bekommen, wenn die Sachen, um die ich bitte, mit dem Reich Gottes zu tun haben, wenn sie für das Reich Gottes sind. Und da brauchen wir keine Angst zu haben, dass wir irgendwie zu knapp kommen und dass wir Gott immer drum erinnern müssen, dass sie uns versorgen soll. Also es gibt einen Vers in Timotheus, der sagt, wenn wir zu essen und zu kleiden, Kleidung und Essen haben, dann sollen wir zufrieden sein. Aber darüber hinaus, wenn wir wenn unser Herzenswunsch das Reich Gottes ist und die Ziele des Reiches Gottes, dann wird sich dieser Vers, den wir in Johannes 14 gelesen haben, dann kann er umgesetzt werden. Weil das sind die Sachen, die auch am Herz Gottes sind, am Herzen des Vaters sind, und wenn wir drum bitten, dann wird er das erfüllen. Und das sind auch nicht Wünsche, die total fern sind von unserer, vielleicht von unserer alten Natur, aber wenn wir Jesus lieben und nachfolgen, das sind auch Wünsche unseres Herzens, und bei jedem ist es ein bisschen anders, aber es geht immer um das Reich Gottes, und ich möchte ja uns diesen Gedanken geben und uns herausfordern, einfach unser Leben zu prüfen, unsere Einstellungen zu prüfen, unsere Motivationen zu prüfen, wo wir vielleicht auf etwas hoffen, was aber nicht mit dem Wort oder was nicht mit dem Reich Gottes zu tun hat, wo wir auf etwas warten und warten und das Herz nur krank wird. Und da sagt die Bibel, ein erfüllter Wunsch ist aber ein Baum des Lebens. Das heißt, wenn unsere Wünsche die Wünsche Gottes sind, dann werden sie sich erfüllen. Und ja, sei ermutigt und motiviert, dein Herz zu überprüfen und dazu bereit und offen, wenn Jesus irgendwelche Korrekturen hat, und unser träges Herz oder unser Unverständnis anspricht, dass wir es beiseite legen. Und am Ende ist es so schön, am Ende brennt unser Herz. Dann kehren wir zurück zu den anderen und da haben wir Gemeinschaft und dann ist es die wahrhafte Hoffnung. Amen. Lasst uns dann dafür beten. Halleluja, Vater, danke, Herr. Danke, Herr, für diesen Tag, Herr, und danke, dass du unsere Hoffnung bist, Herr. Und manchmal gibt es falsche Hoffnungen, Herr. Und ich bitte dich, Vater, dass du unsere Herzen berührst, Herr. Du weißt, wer sich wo befindet, Herr. An was für einem Ort sind, Vater, wo wir uns befinden und wo wir uns denken, bei euch habe ich mir das anders vorgestellt, ich habe es mir anders gewünscht, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du uns dahin führen möchtest, Herr, dass wir durch diesen Reifungsprozess gehen, Vater, wo wir unsere Wünsche, die nicht gut sind, Vater, aufgeben, Vater, und wo wir im Anklang mit deinen Wünschen sind, Vater, wo unser Herz brennt, Herr. Ich bitte dich, Vater, hilf uns, Vater, wie die Emmaus-Jünger, Gemeinschaft mit dir zu haben. Ich danke dir, Vater, wenn wir verloren sind, Vater, dass du uns nachgehst, Herr, und dass du in unsere Nähe kommst, Vater, und du willst hören, Vater, was in unseren Gedanken, was wir am Herzen haben, Herr. Und ja, Herr, und ich bitte dich, Vater, dass du zu uns sprichst, Vater, und du willst zu uns sprechen, ja, und ich bitte dich, Vater, gib uns Ohren, Vater, und Herzen, die die Wahrheit hören, die deine Stimme hören, Vater, und die bereit sind, Vater, dich, ja, Vater, das eigene Herz von dir wärmen zu lassen, Herr, in Jesu Namen, Vater, sprich du zu uns, Herr, und verändere du uns, Herr, ja, Vater, lass unser Herz wieder mit Hoffnung gefüllt werden, Vater, auch wenn wir, ja, Herr, nicht alles bekommen, Vater, was wir uns wünschen, Herr, und nimm die fleischlichen
Wünsche weg von unseren Herzen und schenk uns deine Wünsche her. In Jesu Namen, Vater, ich danke dir, Vater, für jeden einzelnen Herr und ich bitte dich, Vater, begegne du jedem einzelnen Vater in seiner Not, in seiner Hoffnungslosigkeit vielleicht, Vater, und in seinen, ja Herr, hingezogenen Erwartungen, Vater, wo das Herz vielleicht krank ist, Herr. Lasst uns wieder ein heiles Herz bekommen, Herr. Ja, Vater, durch dein Wirken, durch deine Behandlung, Herr, mach unsere Herzen wirklich, ja, Vater, und ganz heil. In Jesu Namen. Amen.